Liebe Schwestern und Brüder, ich habe drei Punkte für die heutige Predigt. Der erste Punkt, das Wort. Der zweite Punkt, die Bedeutung. Und der dritte Punkt, das Ereignis. Das Wort. Sagen wir mal so, Gott redet nicht, sondern Gott spricht. Da liegt ein Unterschied. Es liegt vor allem ein Unterschied, wenn Gott spricht, dann tut sich was. Sozusagen, Gottes Wort ist ein Handeln, ein schöpferisches Handeln. Gleich zu Beginn der Bibel heißt es ja, Gott spricht sein Wort und es geschieht. Also immer wenn wir in der Bibel davon hören, dass Gott spricht, dann ist das nicht so ein reines Mitteilungssprechen zu sagen, ach, hast du schon gehört, die Nachbarin hat so und so, sondern es ist ein Ereignis, durch das etwas geschieht. Gott handelt in seinem Sprechen. Wenn Sie daheim nochmal die Lesung anschauen, sowohl aus dem Alten Testament, aber vor allem auch aus dem Neuen Testament, die wir gerade gehört haben, wenn dort vom Sprechen Gottes die Rede ist, dass Gott sozusagen Christus spricht, damit sein Friede kommt, dann bekommen Sie ein Gefühl dafür, was Sprechen Gottes bedeutet, wenn die Bibel es als ein Wort darstellt. Vielleicht hilft es Ihnen ein bisschen zu verstehen, worum es geht, dass Gott spricht, wenn Sie mal überlegen, wenn Sie einem anderen Menschen etwas versprechen, dann hat es ja nicht in dem Augenblick begonnen, wo Sie den Satz aussprechen, sondern schon davor haben Sie das vorgenommen und haben die Bereitschaft, sozusagen das, was Sie versprechen wollen, die Treue etwa, das ist ja etwas, was Sie schon mitbringen. Diese Bereitschaft zur Treue einem anderen gegenüber ist schon da. Und trotzdem geschieht etwas Neues in dem Augenblick, wo Sie das Versprechen ausdrücklich geben. Sagen, ich verspreche dir die Treue. In dem Augenblick wird etwas öffentlich, wird etwas mitgeteilt, aber es geschieht dadurch auch etwas Neues. Und wenn es ein Hochzeitsversprechen ist, dann ereignet sich dadurch sogar ein Rechtsakt, der eine neue Beziehung setzt, eben die Ehe. Dies als ersten Punkt zum Verständnis, das Wort. Das Wort, wie es Gott spricht, soll helfen. Dieses Evangelium, das wir vom Fest des heutigen Tages gehört haben, von der Taufe Jesu im Jordan, besser zu verstehen. Weil dieses Ereignis der Taufe Jesu im Jordan hatte ohne Zweifel für Jesus selbst und dann auch für seine Jünger eine ganz große Bedeutung. Ich vermute, dass Jesus angefangen hat, im Rückblick auf sein Leben, als es immer weiterging, diesen Augenblick der Taufe im Jordan sowas zu verstehen wie ein Schlüsselereignis, das ihm die Bedeutung seines eigenen Lebens deutlich macht und deswegen auch seinen Jüngern so davon erzählt hat und dass das der Grund ist, warum die Evangelien eigentlich richtig erst anfangen mit der Taufe Jesu im Jordan. Auch wenn bei Lukas und Matthäus sozusagen als Trailer davor schon die Kindheitsgeschichte ist. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Heißt es, da spricht eine Stimme vom Himmel. Ich weiß nicht, ob Jesus eine Audition gehabt hat. Audition, das nennt man eine Vision für die Ohren sozusagen. Also so wie Leute eine Erscheinung für die Augen haben, ist eine Audition etwas für die Ohren. Und ich weiß von persönlichem Zeugnis von Menschen, das gibt es als Erfahrung und ich würde dir auch nicht gleich eine Klapsmühle dafür geben. Sondern es gibt die Erfahrung, dass offensichtlich eine geistige Wirklichkeit sich in einem für den Betroffenen deutlich hörbaren Wort ausdrückt. Kann sein, dass die Stimme, die Jesus gehört hat, auf keine menschliche Stimme zurückgeht und für ihn so erfahrbar war. Kann auch sein, dass es ein Ausdruck dafür ist, was Jesus völlig klar in dem Augenblick erfahren hat, sich angesprochen zu fühlen mit dem Satz, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Aber
Wenn es in dem Augenblick gesagt wird, du bist mein geliebter Sohn, es war Jesus ja auch schon davor. Und sogar von Ewigkeit her der Sohn Gottes. Das ist für das Evangelium völlig klar. Aber so wie ich eben beim Versprechen versucht habe zu erklären, dass etwas, das schon da ist, dadurch, dass es im Wort gesagt wird, eine Realität ist, die verstehbar ist und sich mitteilt, so ist auch diese Szene, dass Jesus in einem Verstehen begreift, was es bedeutet, Sohn Gottes, Kind Gottes zu sein. Das heißt, diese Stimme vom Himmel setzt das, was er von seinem Leben her ursprünglich schon ist, um in eine verstehbare Bedeutung, die er dann auch seinen Jüngern und damit auch uns erzählen kann. Wir brauchen dieses Wort, weil das Ereignis dadurch erst seine Bedeutung bekommt und sich mitteilt. Wenn Sie mal genauer auf die Lesung schauen, wenn das Mikrofon zwischendurch ausfällt, haben Sie noch mehr Zeit, das Evangelium zu lesen. Versuche das mal von der Position. Jetzt geht's wieder. Ja. Ist sie dichter? Das ist furchtbar. Wenn Sie auf den Text des Evangeliums schauen, Sie haben das ja auf Ihrem Liedzettel, das Lukas-Evangelium betont, dass der Himmel sich öffnet. Also diese Erfahrung, dass das, was eigentlich häufig verschlossen ist, die Verbindung, die ich zu Gott habe, wo ich nicht weiß, Gott, bist du da, habe ich Verbindung zu dir, hat Jesus hier einen ganz ausdrücklichen Augenblick, in dem der Himmel sich öffnet. Und während er betet, heißt es hier, kommt eine Stimme vom Himmel. Also dieses Erfülltsein mit der Gegenwart Gottes hat seinen Ort auch für Jesus im Beten. Es ist nicht so, dass man einfach durch die Landschaft läuft und auf einmal erfahre ich eine Stimme. Vielleicht gibt es auch solche Erfahrungen, dass es mich umhaut. Paulus scheint so eine Erfahrung gemacht zu haben. Aber hier im Lukas-Evangelium ist es das viel Richtigere, nämlich, dass der Mensch betend ist, um Gott verstehen zu können. Und das ist ein hörendes Beten, nicht ein sprechendes Beten. Hörendes Beten, das heißt, dass ich in einer Haltung bin, in der ich bereit bin, Gott zu hören. Nicht unbedingt jetzt eine Audition zu bekommen, sondern dass ich so in präsent bin und in die Stille gehe, dass ich überhaupt fähig werde, das, was Gott mir durch verschiedene Weisen sagt, Rückblick auf Erlebnisse, die ich gehabt habe, auf Situationen, in denen ich stehe, Entscheidungen, die ich zu fällen habe, dass ich hörender werde. Und vielleicht war das gerade auch diese Situation, in der Jesus ist, weil wenn man diese Stimme aus dem Himmel genauer anschaut, das klingt sehr nach, was Jesus aus seinem Beten bereits kennt aus dem Alten Testament. Das ist etwa der Psalm 2 klingt mit an. Und es klingt auch der Anfang dessen an, was wir als erste Lesung gehört haben aus Jesaja. Also Texte aus der Bibel, die Jesus sehr gut kannte, in denen er zu Hause war. Und diese Worte fügen sich jetzt für ihn zusammen in einer Stimme, die ihn anspricht und durch die das, was er jetzt erlebt und tut, Bedeutung bekommt. Und deswegen ist es so wichtig für uns, die Bibel zu kennen und betende Menschen zu sein, die die Psalmen beten und andere Gebete sprechen, damit wir darin die Wörter geschenkt bekommen, die für uns zum Wort werden, dass Gott zu uns spricht und wo sich auf einmal etwas ereignet, weil ich merke, das, was bislang mir überhaupt unverständlich war, was soll das, bekommt dadurch Bedeutung. Ich glaube, das ist der Zusammenhang, in dem Gott sich Menschen mitteilt. Deswegen mein dritter Punkt, das Ereignis. Weil das geschieht ja nicht im luftleeren Raum, was wir eben besprochen haben, so auf einmal, sondern es geschieht im Zusammenhang von einem bestimmten Ereignis, einer Situation in der Biografie Jesu, etwas, was er erlebt und etwas, was er tut. Noch einmal, ich glaube, vielleicht in der Situation, aber vielleicht auch erst im Rückblick, wird auch Jesus selbst die Bedeutung dieses Ereignisses klar. Deswegen ist es dann so im Evangelium geschildert. Zumindest kenne ich das aus der Erfahrung, dass es Schlüsselmomente gibt, die im Augenblick mir vielleicht gar nicht so bedeutend vorkommen, aber wo ich dann merke, da liegt etwas drinnen, wo Gott mich angesprochen hat und wo mein Leben eine Erklärung bekommen hat,
Und deswegen dies für mich zu einem Schlüsselereignis wird. Was ist also das Ereignis? Jesus kommt an den Jordan und trifft dort auf Johannes den Täufer und viele Menschen. Das Angebot, das Johannes der Täufer den Menschen macht, ist die Taufe zur Umkehr und zur Vergebung der Sünden. Also er lädt Leute ein, die in ihrem Gewissen belastet sind, weil sie andere übers Ohr gehauen haben, weil sie betrogen und gelogen haben, weil sie Gott verlassen haben, indem sie andere geschlagen haben oder Gewalt getan haben, was auch immer. Und sagt, Gott bietet euch eure Umkehr an und gibt euch ein Zeichen zur Vergebung. Und das ist, dass ihr zu mir kommt und ich euch im Jordan untertaufe. Richtig reintauche ins Wasser als Zeichen des Reinwerdens, des Neugewaschenwerdens von Gott. Jesus kommt und überlegt vielleicht, welche Sünden habe ich zum Beispiel? Welches Verbrechen habe ich begangen? Und wenn man eben erwarten würde, dass Jesus sagt, nö, mit der Taufe des Johannes am Jordan habe ich ja eigentlich nichts zu tun, was habe ich schon zu beichten? Nein, das Ereignis ist, dass Jesus sich unter die anderen Menschen stellt und mit ihnen diese Taufe empfängt. Das Ereignis ist, dass Jesus sich nicht abgrenzt, nicht von oben herab, nicht von außen her, sondern aus der Mitte von Menschen heraus dieses Wort spricht. Nicht dieses Wort sprechen, das von Johannes dem Täufer. Die anderen Evangelien berichten ja, dass der Täufer sagt, Jesus, was habe ich, dass ich dir geben könnte? Ich müsste doch zu dir kommen. Und Jesus ihm ausdrücklich sagt, nein, lass es geschehen. Und zwar um der Gerechtigkeit willen, die Gott gibt. Nicht nur um der Gerechtigkeit willen, die unter Menschen üblich ist, da bräuchte diese Vergebung nur einer, der etwas wirklich verbrochen hat. Aber die Gerechtigkeit, die von Gott ist, ist diese Gerechtigkeit, in der Gott sich an die Seite von Menschen stellt. Jesus wird in die Situation gekommen sein, hat vielleicht ganz spontan entschieden, ja, ich lasse mich vom Täufer im Jordan untertauchen, in diesem Ritus zur Vergebung der Sünden. Und in dem Augenblick, wo er es macht, wo er aus dem Wasser aufsteigt, das ist ganz präzis so geschildert im Evangelium, in dem Augenblick wird ihm klar, was da geschehen ist. Dass in ihm, in dem, was er sagt und wie er sich verhält, Gott selbst sich offenbart. Dass Gott selbst ihm diese Sendung gibt, sein Sohn zu sein und Gott zu offenbaren, Gottes Herz zu zeigen und zu offenbaren. In diesem Augenblick beginnt Jesus seinen Weg, das Evangelium zu verkünden, mit den Sündern und den Zöllnern Mahl zu halten, auf die zuzugehen, die verloren sind, Arzt der Seelen zu sein und sich nicht trennen zu lassen von den Menschen, sondern das zu tragen, was Menschen tragen müssen, selbst die als Verbrecher am Kreuz hängen. All das wird erst kommen. Aber das Fest, Taufe des Herrn, ist im Grunde genommen der Schlüssel, in dem das eine Wort gesprochen wird, das alles verstehbar macht. Eine Stimme, in der Gott dieses Geschehen hervorbringt vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. Daran habe ich mein Wohlgefallen. Das ist es, was ich gut finde. Das ist meine Gerechtigkeit, die ich euch gebe. Das ist, wie ich, der Gott sein will, dessen Name heißt. Ich bin da. Amen.